Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil Dead Aim. Ich bin der Dre, du bist auf Nerd and Way of Life, aber bei Folge Nummer 8 solltest du das langsam wissen. Falls du einfach so reingeschaltet hast, herzlich willkommen in der Playlist, in der Videobeschreibung findest du die Playlist. Und ich muss mal kurz meinen Kopfhörer leiser machen, wieso sind die denn jetzt so laut? So, genau, die Playlist mit all den vorangegangenen Folgen. So, also, ich habe eine kleine Pause gemacht. Ist das nicht das, wo ich jetzt bin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ja, tatsächlich. Ah, das ist interessant. Genau, ich hatte das eigentlich schon gespeichert, bin dann wieder zurückgegangen. Aber... Warum speichere ich denn dann eigentlich nochmal? Ist egal. Wir sind mit Fong Ling unterwegs. Oder als Fong Ling unterwegs. Und das... Hier stand ja auch gerade Laboratorium. Wir scheinen eine Art Labor zu sein. Okay. Haben wir eine Karte? Haben wir nicht. Der Fahrstuhl wird nicht mit Strom versorgt. Das ist ein Skandal. Schließkarte. Ihr mit eurer Schließkarte immer, ey. Wo kriege ich denn jetzt die Schließkarte her? Steht jetzt irgendwo ein Zombie auf und der hat die dann? Keine Ahnung. Hä, aber mehr Wege gibt's hier ja nicht. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Habe ich die Karte vielleicht auch übersehen? Hier ist doch nur der Fahrstuhl, ne? Ja, hier ist der Fahrstuhl abgestürzt. Da ist Bruce abgestürzt. Ah, dass ich keine Map habe, nervt mich gerade. Dann könnte ich wenigstens nachsehen. Okay, ich werde jetzt jeden dieser Typen hier einmal anlaufen und da X spam. In der Hoffnung, dass da vielleicht was zu finden ist. Warte mal, wenn man schleicht, kann man... Gegenstände schneller sehen. Ach, warte mal, vielleicht ist... sie ist gerade weit genug geöffnet, dass du dich hindurchquetschen kannst. Dann machen wir das doch. Einfach in den Abfall runter. Wo kommt denn der Verband her? Hatte sie denn eben schon? Scheiße, ich will mein Kurzzeitgedächtnis ein. Das ist gar kein Abfall, oder? Das ist dann für Schmutzwäsche, würde ich eher sagen. Keine Ahnung, kann ja auch Abfall sein. Weiß man nicht. Scheint auf der anderen Seite von einer Art Kette gehalten zu werden. Okay, von der hätte ich jetzt gedacht, dass sie verschlossen ist, aber ist okay. Mit diesem Terminal scheinst du die Stromversorgung der Anlage steuern zu können. Eine Meldung wird eingeblendet. Notstrombetrieb, Hauptstromaggregat mit Taste wiederherstellen, einschalten. Ja, mach mal. What? Ah, shit, das ist eine schalteinfache Waffe. Die ist zu langsam, die ist zu langsam. Oh, okay. Der steht wieder auf, der steht wieder auf. Alter, hat er so ein Naruto-Stirnband? Ich kenne mich ja da nicht aus, aber das sieht irgendwie gerade so aus. Okay, egal. Also ich habe mal eins gesehen und deswegen glaube ich jetzt, dass das ein Naruto-Stirnband ist, weil ich... Egal. Was? Die war von der Kette gehalten? Eine Map wäre geil, Leute. Hier ist jetzt der Fahrstuhl. Okay. Oh, das ist anscheinend ein anderer Fahrstuhl, als ich gedacht hatte, dass es wäre. Okay. Was kommt jetzt? Fuck.
Was? Bruce und sein Langhals lebt noch? Hashtag Langhals Bruce. Alter Schwede! Ich habe bei Skyrim oder bei Fallout mal Glitches gesehen, wo die Leute halt so einen langen Hals haben, dass der Kopf so weit nach unten hängt. Und genau so sieht er hier irgendwie durchgehen aus. Was ist denn mit ihm los? Wie sieht's aus mit Waffen und Munition? Nicht so gut. Das ist ja gar nicht schön. Oh, war ja. Okay. Ja gut, dann muss ich jetzt erstmal mit der Schrot bleiben. Ja, genau. Hat er mich nicht gesehen? Hab ich hier eine Map? Nein. Du bist kein besonders guter Jäger. Oh, grünes Kraut. Ja, sicher. Da hinten ist irgendwas. Eine Karte. Ja, nice. Ne, Notiz. Was? Notiz des Architekten. Wir haben die Bauarbeiten auf der Raketenbasis abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass das Hauptquartier weiß, dass die Anlage in Betrieb ist und sich unter Morpheus Kontrolle befindet. Super. Ich bin zwar nur ein Architekt, aber ich mache mir trotzdem Sorgen darum, wie diese Anlage genutzt werden wird. Seit dem Zwischenfall in Raccoon geht Morpheus zu weit. Also, oft sogar. Du hast die Notiz, bla bla bla. Noch irgendwas? Achso, und die Karte. Mhm, okay. Wie so ein Esel, gell? Wie so ein Esel. Und Esel. Wow, what? Ja. Ja. Ich glaube, der hat die Karte. Nimm die Karte und verpiss dich. Nimm die Karte und verpiss dich. Was? Schließkarte für die Ladebucht. Ja, 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 genau. Das meine ich. Schließkarte. Und, warte, ist vielleicht da noch irgendwo was? Da hinten liegt doch noch was. Das muss ich. Ah. Kann es sein, dass sie stabiler geworden sind? So, Hunter, Hunter, Hunter. Ah, mies. Mit Verzögerung. Oh, oh, da ist eine Kette. Ein merkwürdiges Symbol. Alter, wie viel Energie habe ich noch? Das war vielleicht nicht die beste. Der beste Zeitpunkt, um nachzuladen. Habe ich die Kette jetzt mit aufgeschossen? Nee. Ich glaube auch nicht, dass ich die aufschießen kann, wenn da ein merkwürdiges Symbol drauf ist. Oh Gott. Warte mal, First Floor? Dann komme ich jetzt zum First. Oder. Ja. Gut. Gut, Ray, du bist ein guter. Die ist verschlossen, ja. Aber da hängt doch. Ah, ein Gerät zur Stimmenerkennung. Wahrscheinlich kann nur die Stimme des Anlagenleiters das Schloss an dieser Tür öffnen. Wahrscheinlich. Und wie zwingen wir den jetzt, dass er da reinspricht? Wahrscheinlich gar nicht. Okay, gut, hier waren wir. Mhm. Okay, First Floor ist also nichts weiter. Fahren wir doch in den zweiten. Second Floor. Junge Römer. Ich weiß nicht, warum ich diesen Ohrwurm habe, aber irgendwie habe ich einen Ohrwurm. Ist das jetzt. Nee.
Habe ich hier von der Map? Ja. 2DO2, 2DO1, 2BO1. Munition ist schon mal gut. Ich wundere mich gerade auch so ein bisschen, dass die Munition so krass knapp wird auf einmal. Hierbei scheint es sich um irgendeinen Bericht zu handeln. Forschungsbericht 220120. Wie? Halbert? Oh Gott, mal gucken, was er sich jetzt für einen Namen hat einfallen lassen. Ein Wesen mit dem Außenskelett einer Königskrabbe und der Überlebenskraft einer Kakerlake. Doch. Wir haben herausgefunden, dass es ökologisch betrachtet den Ameisen bzw. Bienen sehr ähnlich ist, die ebenfalls in Gruppen arbeiten. Gar kein ausgefallener Name. Na gut. Was liegt da? Nichts. Junge Römer. Lässt sich nicht öffnen. Diese Tür, sie lässt sich nicht öffnen. Sie ist verschlossen. Sie ist sehr in sich gekehrt. Na gut, komm ran. Ich bin das so von Resi 6 gewohnt, Gegner fertig zu machen, wenn sie am Boden liegen. Ach da. Also mit einer Taste. Es scheint neue Mail angekommen zu sein. You've got mail. Hier ist eine Mail von Morpheus. Mail lesen? Ja. Because thou hast obeyed my voice. What? Es scheint eine Voicemail zu sein. Ich habe mich gerade kurz erschrocken, aber ist okay. Kann ich die mitnehmen? Muss ich die aufnehmen? Because thou hast obeyed my voice. Okay, also. Ich habe ein Schloss gefunden, das sich nur durch eine Stimme öffnen lässt, und ich habe eine Voicemail gefunden. Jetzt muss ich ja irgendwo einen Kassettenrekorder. So einen krassen Kassettenrekorder mit so einem Mikrofon dran finden. Boah, heute wäre das alles kein Problem. Da hättest du das auf dem Handy und gut. Okay, hier war ich noch nicht. Warte mal, schleichen wir mal. Auf dem Stuhl liegt ein Dokument. Schön, dass du das erst siehst, wenn ich da direkt vorstehe. Anweisung von Morpheus. Ich bin eingetroffen und habe mit der Umsetzung des Plans begonnen. Bitte sorgen Sie dafür, dass alle Instrumentafeln richtig funktionieren. Die Anlage ist im Alarmzustand. Sie müssen daher meine Stimme in das Spracherkennungsgerät am Eingang des Rheinraums eingeben. Scheiße, Rheinraum? Ich arbeite in dem Rheinraum. Da bin ich jetzt immer gespannt. Damit Sie den Forschungsbereich betreten und die Instrumenttafeln überprüfen können. Ich habe eine Mail mit meiner Stimme geschickt. Sie können sie auf einen Rechner im Wohnbereich öffnen. Wenn Sie mit Ihrer Arbeit fertig sind, muss die E-Mail gelöscht werden. Bitte denken Sie daran, dass dieser Hinweis vertraulich ist. Ich weiß, dass da was anderes stand, aber bevor ich das nochmal nachlese. Ich habe mir das von Chibi abgeguckt. Wenn sie sich verliest, dann baut sie auch mitten im Satz dann quasi das so rum, dass es dann trotzdem noch das wiedergibt, sinngemäß, was da drin steht, ohne den Satz neu anzufangen. Das habe ich mir auch vorgenommen, dass ich das auch mal hinkriege. So, das war jetzt mein Versuch davon. Nein, ja, danke. Gut, also ist diese Voicemail tatsächlich von ihm sogar dazu gedacht, diese Tür zu öffnen. Das ist interessant. Wahrscheinlich einfach, weil es ein Spiel ist, so als Hinweis. Ja, du kannst hier diese Voicemail benutzen, um die Tür zu öffnen. Hint, hint. Oh shit, er rennt da gegen die Wand. Oh, das ist nicht gut für ihn. Oh, er hat mich. Oh, die haben mich auch. Okay, scheiß drauf. Da ist noch einer. Die Karte hat gepasst. Was für eine Karte? Achso, die Karte. Die war hierfür? Okay. Hm, ist ein bisschen was zum Heilen. Und da hinten blinkt schon wieder was. Digitalrekorder.
von Sony. Ich meine, ist ja ein PlayStation 2 exklusiv, kann man dann ja. Was? Hat wohl keinen praktischen Wert. Okay. Das finde ich so geil bei den Metal Gear Dingern. Gerade bei Metal Gear Solid 5, da gibt es ja auch einen Kassettenrekorder, also so ein Walkman halt. Und das ist halt wirklich ein Sony Walkman. Und auch die Kassetten sind von Sony und so. Finde ich ganz geil. Vor allem, weil eigentlich ja Metal Gear Solid 5 ja auch auf Microsoft und ja auf Microsoft Plattformen läuft. Sprich PC und Xbox. Achso, hier war ich dann quasi mit. Aha. Dann hole ich mir noch ein bisschen Munition und die speichern, ne? Was? Eigentlich wollte ich speichern, aber klar. Wie viel Speicherstände kann ich anlegen? Nur die 6, okay. Dann überschreibe ich den letzten. Ist ja egal, der vorletzte ist ja im Grunde derselbe. So. Shit, baller ich dir jetzt über den Haufen? Okay. Das zweite bitte. Sponge bitte. Ach, schön. So, jetzt habe ich die 50-50 Chance, die richtige Seite zuerst zu erwischen. Diese hier. Und, ja, 50-50 und ich mach's falsch, war klar. Ja. Because thou hast obeyed my voice. Because thou hast obeyed my voice. Ich hab immer noch nicht verstanden, was er sagt. Irgendwas mit voice. My voice. Because... Irgendwas mit meiner Voice. Egal. Oh, Hunter. Oh, Hunter. Na, hast du kein Gefühl. Wieso habe ich denn so viel Musik im Kopf heute? Was ist denn da los? Ja, dann kannst du dich verpissen. So, wo war denn jetzt das Ding mit dem... Voice. Hier ist ja die Kette vor. Was für ein Symbol? Immer noch ein merkwürdiges? Okay. Hätte sein können, dass er das vielleicht erkennt. Hier, hier ist die Tür. Because thou hast obeyed my voice. Because thou hast obeyed. Keine Ahnung. Side steps. Und mal gucken. Dann haben wir diese Folge doch noch ein bisschen was geschafft. Hey. Bin so ein bisschen begeistert auch. Was ist das alles? Keine Ahnung. Oh, eine neue Knifte? Ah, yeah, Sturmgewehr, aber sowas von. Jetzt hat er das Ding auch, okay. Cool. Okay, in so einem Reihenraum arbeite ich nicht. Ich muss mir zwar auch was anziehen, aber nicht sowas zum Glück. Mit Helm und so. Oh ne, das ist nicht... Also in so einem Reihenraum arbeite ich wirklich nicht. Ein Glück. Wie es in diesem Reihenraum weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Dies ist leider vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es eine positive Bewertung wert war, dann lasst gerne eine da. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut und tschüss.